Hallo liebe Freunde des entspannten Laufens oder liebe Zen-Freunde. Was hat denn eigentlich das Laufen mit dem Zen zu tun und was ist denn dieses Zen überhaupt? Zen kommt eigentlich aus dem Chinesischen, von dem Wort Chan, und beschreibt einen Zweig des Buddhismus, des Meditationsbuddhismus, der vom Taoismus beeinflusst ist. Und Zen wird meist mit diesem Sitzen im Lotussitz oder im Diamantsitz in Verbindung gebracht, aus dem Soto-Zen, Rinzai-Zen. Und das heißt, dass man beim Zen nicht viel mehr macht, als einfach nur da zu sitzen. Und doch ist der Begriff ja irgendwie auch anderswohin geschwappt in das ins Management oder Restaurants benennen sich nach dem Zen. Und da haben, glaube ich, viele Menschen irgendwie eine Idee oder eine Meinung davon, was das Zen denn bedeuten könnte für sie. Und ich glaube auch, dass das etwas mit dem Laufen zu tun hat und dass man auch das Laufen zen-artig betreiben kann und wie man das übertragen kann von dieser Sitz-Meditationspraxis aufs Laufen, da möchte ich mich gerade mit euch beschäftigen. Auch das Aikido wird ja gerne als Zen in Bewegung beschrieben. Also auch hier geht es in dieser Kampfkunst nicht primär darum zu kämpfen, sondern sich mit dem gerade zu beschäftigen, was man gerade tut. Und das ist im Aikido ein Grundprinzip. Und was man vom Aikido dann eben aufs Laufen übertragen oder lernen kann, ist, dass wir uns abschalten vom Gestern und von morgen und uns rein auf das konzentrieren, was gerade passiert. Das Paradoxe am Zen ist, dass die Meister des Zens und die großen spirituellen Meister von sich sagen, dass es überhaupt nichts gibt im Zen, dass es nichts zu erreichen gibt, dass sie nichts zu bieten haben, dass Zen nichts zu bieten hat, außer sich hinzusetzen. Und in der Tat ist das, glaube ich, die Essenz des Zen, dass man eben, wenn man ein Apfel isst, dann isst man ein Apfel. Und wenn man schläft, dann schläft man. Und wenn man läuft, dann läuft man. Dann beschäftigt man sich nicht mit etwas anderem. Selbst im Aikido, in dem bewegten Zen, ist es so, dass es wird häufig kritisiert, das ist doch gar nicht realistisch, das hat doch gar nichts mit echtem Kämpfen zu tun. Und in der Tat hat es das nicht, es hat nichts mit echtem Kämpfen zu tun. Denn auch da habe ich nicht den Anspruch, den Kampf zu gewinnen, weil es dem Universum völlig egal ist, ob ich als Gewinner oder der andere als Gewinner rausgeht. Von daher geht es um mein Ego, was da überleben möchte und vielleicht mein Gefühl, im Recht zu sein. Aber an sich ist dieser Kampf an sich schon fürs Universum eine Disbalance. Ja? Und es ist egal, wer den gewinnt. Und deshalb spielt es tatsächlich beim Aikido keine Rolle zu gewinnen. Deshalb wird auch kein Aikidoka an einem MMA-Turnier teilnehmen, sondern es geht darum, sich zu bewegen und Bewegungen einzuüben, die deeskalierend sind im Kleinhirn, sodass sie abrufbar sind oder vielleicht Frieden stiften, wenn es zum Konflikt kommt. Und wollte gar nicht so viel Aikido sagen. Beim Zazen, dem einfach nur da sitzen, geht es darum, genau das zu tun. Einfach nur da zu sitzen und im Soto-Zen sogar auf eine gegenüberliegende Wand zu schauen, um möglichst wenig zu sehen. Also es geht nicht darum, die Dinge zu interpretieren oder besonders viele Einflüsse zu bekommen, sondern es geht darum, einfach nur da zu sitzen. Vielleicht wie eine Katze, die auf einer Fensterbank sitzt. Einfach nur sitzen, um des Sitzens willen. Und dabei schaltet sich das Gehirn so peu à peu so ein bisschen aus und wird ein bisschen ruhiger.
Und es geht auch nicht darum, das danach zu interpretieren oder zu besprechen oder mit anderen Menschen zu teilen. Das gibt es zwar auch, aber an sich bleibt das für einen selbst und es sind Momente dabei, wo manche von Erleuchtung oder irgendetwas sprechen. Allerdings ist das eben nicht das Ziel des Zen. Es geht nicht darum, irgendwas zu erreichen, noch nicht mal Erleuchtung. Und erst wenn wir auch dieses Ziel loslassen, erreichen wir das oder erleben wir das vielleicht. Und beim Laufen kann es ähnlich sein. Dafür muss ich mich aber auf jeden Fall frei davon machen, eine gewisse Distanz zu laufen, nur bei schönem Wetter zu laufen, nur bei Wettkämpfen zu laufen, nur alleine zu laufen, nur gemeinsam zu laufen. Das spielt alles keine Rolle. Es geht darum, einfach nur zu laufen. Und wenn ich laufe und verstehe, dass es nichts zu erreichen gibt, nicht besser zu sein als letztes Mal, es muss auch nicht schöner sein, auch die Umgebung muss nicht schöner sein als letztes Mal, denn auch das sind alles nur Interpretationen meines wertenden Geistes, was oft er das tut, aber es geht vielmehr darum, Beobachtung zu nehmen und als Teil des Universums zu laufen, und das bedeutet, dass ich mir auch eine Frage mitnehmen kann, wie die da zum Beispiel lautet: Wer ist es, der da läuft? Und die Frage kann ich immer wiederholen im Kopf. Aber auch hier geht es nicht darum, sich da mit verstandesmäßig auseinanderzusetzen. Das ist keine intellektuelle Frage, da gibt es keine Antwort drauf, sondern einfach etwas mitzunehmen, auf das man sich konzentrieren kann. Denn beim Sazen ist es natürlich sehr leicht, wenn wir da sitzen und den Rahmen schaffen, wo wir einfach nur sitzen und gegen eine Raufasertapete oder eine gestrichene Wand schauen, dann haben wir selbst da ein Universum zu entdecken an dieser Wand. Aber wir haben natürlich den Rahmen sehr, sehr klein gesteckt. Das macht es sehr, sehr leicht, sich darauf einzulassen. Beim Laufen ist das nicht so einfach, weil wir eben so viel Einflüsse haben. Aber tatsächlich mal den Blick ein bisschen mehr stur nach vorne zu richten, nur für das Gefühl des Sens und eher aus dem Peripheren die Dinge wahrzunehmen, kann dabei helfen, sich ein bisschen mehr in das Laufen zu vertiefen, und zwar auf den Rhythmus, und zwar nicht nur den eigenen Rhythmus der Schrittfrequenz, sondern zu spüren, wie schlägt mein Herz, wie laufen meine Füße, wie ist die Atmosphäre, wie ist der Puls der Zeit und der Natur da draußen, bin ich damit irgendwie im Einklang. Also da kann man genauer darauf achten, wenn man einfach mal so ein bisschen trüber läuft, also dass alles ein bisschen milchiger wird und man sich wirklich nur auf so einen leichten Rhythmus konzentriert und einfach nur daherläuft. Und dann werden einem vielleicht ein paar Dinge klar und offenbar. Ich freue mich riesig über jeden Abonnenten und ich lade euch ein, das mal auszuprobieren, jede Erwartung, die ihr an einen Lauf habt, mal abzulegen oder zumindest so wenig wie möglich zu erwarten von eurem nächsten Lauf und einfach nur zu laufen. Und berichtet mir gerne darüber in den Kommentaren. Und generell würde ich mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich schaffe das leider doch nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte, das wirklich regelmäßig zu machen, sondern das kommt alles immer sehr aus der Hand geschossen, unregelmäßig zu euch. Das ist der Preis, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und ich wünsche euch jetzt tatsächlich schon mal frohe Weihnachten. Bis bald, euer Pelle.